Toffi, darf ich dir die Challenge geben, die ein bisschen sauer ist? Nee, bitte keine Challenge. Oder was meinst denn du für eine? Ich sag mal noch nicht, oh, ja. Sag erstmal, was für eine Challenge du meinst. Hä? Hä, ich bin dabei. Ich war gerade Erster, du Trottel. Ich mag Mr. X nicht. Der pfeift mir die ganze Zeit immer ins Ohr mit irgendeinem Kack. Und dann sagt er mir noch nicht mal, dass ich dabei bin. Trottel. Ultra-Trottel. Da wird sozusagen der Chocobo-GP erklärt. Ach so. Das heißt, alle, die die Light-Version von diesem Spiel haben, wissen also gar nicht, worum es geht. Du musst 2 Tüten essen mit einer halben Dose Salz und jedes Toffee mit Salz essen. Was? Alter, oh, was? Krank? Oh, nee. Jedes Toffee mit Salz essen? Was? Oh, Alter, damit. Aber jetzt soll Candy kommen, hat sich Jack gewünscht. Oder wünscht sich Jack. Candy soll hierher. Okay, Moment. Wo ist denn Candys Scheitel? Manchmal vergesse ich, verpeile ich den. Candy ist zu geil. Ja, ich weiß. Candy ist mega geil. Die ist immer, die ist so geil, deswegen springt, die ist dauergeil, deswegen steigt sie auch mit jedem in die Kiste. Wieso Bestrafung? Ich soll eine Bestrafung machen oder Challenge? Was denn für eine Challenge? Das ist ja einfach nur... jetzt habe ich Haare bunt. Das ist ja einfach nur, dass mir schlecht wird, kotzübel wird und das ist einfach nur aus Lust und Laune oder was? Da muss ja erstmal ein Einsatz her, oder nicht? So, also. Sag mal. Die ganze Zeit die Haare in die Fresse. So, Challenge. Versuche Candys Haare nicht aufzuessen. Okay, ich bin soweit. Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Candy. Ich bin jetzt Kapitel 8, bis ins Finale. Alles klar. Ich beiß ins Finale, weißt du, bis ins Finale? Ich hab grad Hunger, deswegen mache ich ihn bis ins Finale. Ja, ich komme immer zur Sache. Okay, schaut die Fresse. Auf was hast du Bock? Ich weiß es gerade nicht. Auf einen Flutschfinger. Ich hätte gerne jetzt einen Flutschfinger. Könnte mir jemand einen Flutschfinger geben? Und danach esse ich auch das Eis. Der war nicht witzig, Entschuldigung. Kenny, du siehst heute wieder zauberhaft aus. Dankeschön, Jana. Dankeschön. Ich habe mir meine Haare schon wieder nicht gekämmt. Oh mein Gott, das ist Mecca-Chocobo. Alter, jetzt habe ich Bock auf Milka-Schokolade, weißt du? Mecca-Chocobo, Milka-Schokolade. Oh, das ist voll die Werbung hier. Ich finde das nicht in Ordnung. Habt ihr mal gefragt, ob das Milka für Milka okay ist, dass hier Werbung macht? Schmecken die Haare? Nein, leider nicht. Ja, ich bin total gespannt. Ich bin schon richtig am Spitzen, am Popo. Marketing is behind this, isn't it? Ja. That's one. Who's the other? Oh mein Gott. Er pfeift schon wieder aus dem letzten Loch. Whistling a tune, he's there. Oh, it's you. Great. Ich habe mich heute so schlecht gefühlt. Candy macht gerade alles besser. Oh, das ist aber schön. Oh, das freut mich. Stimmt, Chocobons. Das klingt auch so ähnlich, ne? Ich habe noch welche da. Ich könnte noch Chocobons essen. Er zeigt mir immer seinen Hintern. Das ist voll unhöflich. Erst pfeift er mir volle Kanne ins Ohr und dann zeigt er mir seinen Arsch. Du bist kein guter Rennfahrer X. Du bist ein Rennfahrer. Arsch. Kannst du mal ein Video machen, 24 Stunden nur Hundefutter essen? Ja, genau, mache ich ganz bestimmt.
Kannst du das mal machen? Dann gucke ich das bei dir an, okay? Ein Arschfahrer. Ja, wenn er mich nicht gewinnen lässt, ist er auf jeden Fall ein Arsch. Und wer jetzt jemand von euch sagt, jetzt, wenn ich jetzt schlecht abschneiden sollte, darf jetzt keiner von euch sagen, typisch Frau am Steuer. Das ist total sexistisch. Das darf man in 2022 nicht mehr sagen. Das ist nicht in Ordnung. Sonst rufe ich Alice Schwarzer an und die wird euch aber mal gehörig den Marsch blasen. Und das ist bei Alice Schwarzer nun wirklich kein Vergnügen. Ne? Alles von Kinder ist geil. Ich könnte alles immer essen. Oh ja, ich hätte jetzt gern ein Kinder Bueno. Und ich muss schon wieder die Kackstrecke fahren. Also, ich meine, die Toffel gerade gefahren. Die muss ich jetzt fahren. Oh mein Gott, sie ist anders. Die war doch gerade eben noch anders. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist ja voll komisch. Die war gerade eben noch anders. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade mit meiner Falle selbst behindert, Alter. Kann der nicht irgendwo anders eineisen? Voll unfair. Oh Gott, nein, wir bremsen. Okay, alles klar, ich hab's geschafft. Nein, was soll das? Ist nicht in Ordnung. Ich bin immer so süß und toll und so und dann kommen die und machen mich immer fertig. Das ist nicht in Ordnung. Weiß keiner sieht so hübsch beim Fahren aus wie ich. Das muss doch extra einen Puckel geben. So, alles klar. Ich bin hier drauf. Nein, tu mir nichts. Nein, tu mir nichts. Oh Gott, hier ist viel zu viel los. Ich kann kaum gucken. Oh Gott, was passiert hier? Oh Gott, habe ich ein Glück gehabt. Ich hatte mega Schwein. Nein. Bremsen, bremsen, bremsen. Oh Gott, und jetzt aber Gas geben. Gas geben. Hier, komm. Zack, zack, zack. Oh Gott, ich habe geschafft. Was? Wieso bleibe ich hängen? Oh, das Spiel hasst mich. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich versuche mein Bestes, Leute. Aber es kann echt schwierig werden. Ich habe mega Struggle-Probleme hier. Oh Gott, Hilfe! Oh nein, tu's nicht! Oh mein Gott, war das anstrengend. Oh Gott! Nein! Oh Gott, ja, was kann ich machen? Ich hatte so ein Viech und dann hatte ich noch den Abgrund. Was kann ich machen? Und dann hänge ich hier immer an der Kante, das ist voll unfair. Nein, oh Gott, was ist das? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich finde das nicht in Ordnung. Nein, tu's nicht. Oh, ich bin trotzdem noch... Aber ich bin Zweiter geworden, das ist nicht in Ordnung. Ich muss Erster werden, kacke. Kann sie nicht gut blasen, Erich. Jetzt gerade blase ich aus dem letzten Loch. Ich habe nicht gewonnen. Ich muss den ersten Platz erreichen. Aber ich wurde auch echt fertig gemacht. Das ist voll nicht in Ordnung. Kannst du mal Schweizerdeutsch reden? Ich kann kein Schweizerdeutsch. Kannst du auch mal aufhören zu sagen, ich soll mal was machen? Mach doch selber was. Nochmal spielen. Ich habe heute eine Frau in SUV gesehen. Die hat sich aufgeregt, weil sie niemand verkehrt in der Einbahnstraße hat fahren lassen. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Wenn keiner da ist, in der Einbahnstraße. Dann darf ich da noch reinfahren. Ist doch eine Bahn. Wer zuerst kommt, mal zuerst, oder? Der Erste, der in die Bahn kommt, darf fahren. Also, wenn ich zuerst in die Einbahnstraße komme, dann darf ich auch zuerst fahren. Voll in Ordnung. So. Jetzt muss ich erstmal alle fertig machen. Hier. Ich muss Erster werden. Leute, das muss. Das ist vom Spiel so geskriptet. Das muss. Ich muss Erster werden. Ich gebe mir Mühe. Aber reicht nicht, ne? Da kommt wieder Mecha Chocobo und meckert mich voll. Das ist doch mein Gebiet. Ich kann viel besser meckern als Chocobo. Nein, tu ich nicht. Oh Gott, ich mach. Ja. So, okay, alles klar. Jetzt bin ich Zweiter. Das ist okay.
Mal, dann bin ich zumindest nicht so weit hinten, dass ich kein Problem kriege. Verstehst du? Geh, Mecca-Chocobo. Ich hab dir voll einen reingewürgt. Du hast nicht mal reagiert, Alter. Du hast doch nicht mal geguckt, wer dein Konkurrent ist. Scheiß Mecca-Chocobo. War das eine Abkürzung? Ich glaube, der hat eine Abkürzung genommen. Der cheatet voll. Okay, ich schaff das noch. Alles möglich, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Mit Candy. So, okay. Ich habe nur 2 von diesen Kristallen. Ich brauche mehr. Die sind voll hübsch. Ich will mir eine Kristallkette basteln. Ich bin Erster, Leute. Ich muss mir Mühe geben. Was? Was war das? Nein. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich war dämlich. Das war meine Schuld. Okay, ich versuche mein Bestes. Oh Gott. Schnell. Ja, komm. Ja, ich bin Erster. Oh mein Gott, ja. Emily Erdbeer, hallo. Was ist deine Mission? Ich muss Erster werden. Ja, ich hab's geschafft. So, Leute, jetzt habe ich mein Furry. Hallo, na? Alles gut bei dir? Ich hab's geschafft, Leute. So, ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin jetzt wieder raus. Ich lasse Toffee wieder ran, okay? Kuss auf die Stirnlappen, Leute. Ciao. So. Erster. Geil. Prost. Mecca, Mecca, Bo. Ja. Ich gebe mir auf jeden Fall... Oh, kann Mecca Chocobo nehmen. Cool. Ich gebe mir zwar Mühe, aber meckern muss auch sein, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Man muss sich bei solchen Rennspielen total aufregen. Und sonst ist der ganze Spaß flöten gegangen, oder? Deswegen hast du keinen Führerschein. Ja, Candy, ich weiß nicht, wie... Die könnte sich aber auch einen Führerschein locker erschlafen. Das hat die bestimmt auch schon öfters mit anderen Dingen gemacht. Wie geht's dir? Abgesehen davon, dass ich immer mal wieder verkacke, ganz gut. Wow. You're a sore loser, aren't you? Tja, der muss auch mal wieder pfeifen. Werden wir jetzt alle eingesaugt von einem schwarzen Loch? Okay, typisch Final Fantasy, ne? Auf einmal nimmt alles eine richtig, richtig creepy Wendung. Und alle kommen rein, ist klar. Nur die Claire, die ist zu dick oder was? Achso, ne, doch nicht. Candy fand ich jetzt echt toll. Ja, die hat sich echt Mühe gegeben, ne? Also ich muss schon sagen, Candy hat wirklich gezeigt, dass sie nicht Auto fahren kann und dass sie gut meckern kann. Also da hat sie wirklich auf jeden Fall alle Register gezogen. Jetzt kann ich dich das Spiel aber ruhig mal von der Strecke befreien. Ja, das wäre schon angenehm, ne? Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es jetzt gerade eine alternative Strecke gewesen ist, ne? Wir haben ja zuerst diese Rainbow Road da gehabt mit normaler Strecke, sag ich jetzt mal so. Und dann kam wenigstens eine Alternativversion. Oh, der letzte Kampf. Claire ist flauschig, nicht dick. Hä, das hat das Spiel gesagt, ne? Ganz am Anfang hieß es dicker Chocobo mit Mütze oder irgendwie sowas. Als Claire noch keinen Namen hatte. Das Spiel hat gesagt, dass Claire dick ist, nicht ich. This is the interdimensional rift. We are in another world. You seem to know a bit too much. Serra Lucia sagt gerade, dass vorher war die kurze Version der Strecke, dass danach ist die lange. Ach so, ja gut, das würde Sinn machen. I suppose it is time to tell you. I am an amethyst hunter.
I've been attempting to track them down. Batman, nicht übertreiben. Dankeschön. Großes, großes, fettes Herz von mir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Amethyst Hunter? Du erwähnst es aber immer. Ja, aber wenn das Spiel das sagt, dann muss ich das doch weitergeben. Did you notice the color of Racing Hero X's palm? How it emits a purple glow. That is the color of an amethyst. There's something of a nuisance. Die Musik ist schön, they absorb people's desires, which they then, in turn, use to grow and divide. Unfortunately, Racing Hero X has been consumed by one. Es gibt, glaube ich, maximal 3 Varianten pro Strecke. Oh, da hat man wenigstens ein bisschen Vielfalt. Tatsächlich fand ich die anderen Strecken, die wir gerade online gespielt haben, als wir die Privatlobby gemacht haben, auch extrem kurz. Also vielleicht hätte man da auch irgendwie ein bisschen besser die längeren Strecken machen können. Oh, dear. Amethysts will go to great lengths to find and devour mortal desire. Often they will even use their host as a means to this end. The whole purpose of this race, in fact, was to do just that. They gather people together in large groups, lure them in, then absorb their energy to fuel their growth and divide. Once the amethysts are divided, they will each then continue on the cycle, again and again, resulting in an increase to their numbers. Was mir die Frage ist, kommen jetzt eigentlich noch andere Final Fantasy Charakter da rein? Irgendwie stagniert es jetzt gerade. Es kam jetzt kein neuer mehr dazu, ne? Irgendwie vermisse ich so ein bisschen Final Fantasy 10 oder Final Fantasy 13 oder 12 oder so. Finde ich jetzt persönlich. Willst du es heute durchhaben? Ich glaube noch nicht, oder? We would no longer exist in the world we come from. Whether that can be classified as death or not, I cannot say. While I've collected a large number of amethysts, I was never able to learn what became of the individuals consumed by them. This is the last one left. If only I had not lost sight of it. Perhaps this whole ordeal could have been avoided. Bin ich der Einzige, der denkt, dass Claire ein Mann ist? Ich finde, Claire ist ein typischer Frauenname. Also klingt ein bisschen wie Frauenname, Claire, oder? Ich kenne nur so Frauen Claire. Aber die Stimme ist sehr, sehr männlich, oder? Vielleicht ist es ja auch beides. Und es ist schon wieder Gilgamesh. Oh Gott, war ja klar. Die Musik im Hintergrund ist immer so geil. Creepy monsters lurk around every corner and I can't find the way out. Right. I'm gonna break down. Ja, bei dir kriege ich auch noch die Chris. Ich hab's schon wieder fast vergessen. Leute, euer Einsatz. Wer bist du? Who are you? Ich kann leider am Freitag erst Bits wieder kaufen. Bin jetzt traurig und stütze dich gern so. Batman, überhaupt kein Thema. Du hast schon viel zu viel gemacht. Wirklich, Batman. Überhaupt kein... Bitte, bitte. Du hast schon viel zu viel gemacht. Wirklich, viel fettes Dankeschön. Aber nicht übertreiben. Ist super. Ist schon super. Wer bist du? Wer ist das? Who's that? Who is 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 that? Das hört nicht mehr auf, ne? Yeah. Are we continuing this charade? Chocobo, you've not forgotten me, have you? Oh Gott, das ist so doof. Aber auch so witzig. At least answer me this. How did you get here? Or rather, how does one exit? Ja, dir werde ich ganz bestimmt nicht sagen, wie man rauskommt. Dann nervst du uns nur wieder. I see. Let us egress post haste. Oh yes, that whole saving the world thing, phooey. If you make it out safely. Ich will nichts mit dir machen, Gilgamesh. Verpiss dich endlich. No ifs about it. Konorik, hallo, guten Abend. At that time, I hope you'll consider me a... never mind. I'm still a bye-bye. And where do you think you're going? There you are. Why a little pipsqueak? Okay, da hat Gilgamesh auf jeden Fall mal recht. Kleines Würstchen passt, ne? Und pfeifendes Würstchen. Eigentlich müsste man die Musik mal ein bisschen leiser machen und die Stimme lauter, ne?
Manchmal ist die Musik extrem laut. Man, du hörst ja fast gar nichts von den Stimmen. So geht's ein bisschen. Das soll episch klingen wie eine Party. Ja klar, eine Party. Wenn wir alle entführt worden sind, ne? Lass die Party steigen. Wer hat Popcorn? I thought you wanted me to keep the greedy away. Ja, würde ich so unterschreiben, ne? Hat er wirklich nicht. Mal Claire von hinten. Geil, wa? It's time to put an end to this. Let's race. Ja, let's race. Sounds to me we're nearly at the end. I couldn't have said it better myself, for this is where your stories come to a finish, Koopa. Wieder typisch, ne, das was wir schon festgestellt haben. Die Welt geht unter, aber alles ist bereinigt mit einem Autorennen. Macht mega Sinn, ne? So. Diesmal nehme ich Claire. Ich hab gerade irgendwie Bock auf Claire. Die hat oft genug jetzt hier geredet. Er oder sie, was auch immer. Und das musste jetzt mal kurz. Da muss ich mal Claire wieder ranlassen. Ich fahre gerade Mario Kart und zuschaue, ob ich es noch kann. Ach, um zu schauen, ob ich es noch kann. Ja, tatsächlich. Ich habe überlegt, ob ich auch mal, bevor der DLC kommt, ob ich dann vorher noch mal kurz Mario Kart fahren sollte oder so. Könnte sein, dass ich es auch schon wieder verlernt habe. Aber lustiger wird es ja eigentlich, wenn ich nicht mehr geprüft habe, ne? Oh, Alter, die Strecke sieht aber cool aus. Die Strecke gefällt mir. Man rettet die Welt mit dem Wettrennen. Ja, ist ja bei fast jedem Spiel so, ne? Macht ja auch voll Sinn. So, hier rüber. Whee! Oh, Alter. Woo! Nice. Okay. Ich will da hoch. Ja. Hey, aber der Ding hat nicht geklappt. Der. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich bin unsichtbar. Wenn man unsichtbar ins Ziel kommt, ist man dann eigentlich im Ziel, oder? Was mache ich denn? Okay, ich bin selber schuld. Ja, was ist immer was? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Gib doch Gas, Mann! Oh, Alter! Wie viel Pech kann man denn haben? Ich werde direkt vor dem Teleporter getroffen und Claire braucht einfach 5 Minuten, um da durchzukommen. Alter. Meine Güte. So, der Stunt hat wohl nicht funktioniert, das wollte ich sagen. Meine Fresse, du. Ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf bei dem Spiel. Oh, jetzt wollte ich in den Teleporter und hab's nicht hingekriegt. Mann. Ja. Willst du mich verarschen? Okay. Ich bin so schlecht gerade in der Runde. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich nicht richtig driften kann mit ihr. Die ist zum Driften zu scheiße. Die kann nicht richtig driften. Manchmal klappt es mit dem Driften nicht so. Okay, jetzt geht es langsam ein bisschen besser. Ja, hier ist. Jetzt hat es gerade besser funktioniert. Warte, hier. Ein bisschen Gas geben nochmal. Driften. Alter, oh, hier sind aber echt überall Eisdinger, ne? Das habe ich definitiv verkackt. Ryan, hallo. Wolle Petri direkt mal verwenden, ne? Ja, toll. Ich habe aber verkackt. Ein Ziel habe ich aber erfüllt. Aber generell verkackt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Claire liegt mir nicht so.
vielleicht doch das andere Viech nochmal nehmen. Wie hieß das andere nochmal? Ah. Coupons. Coupons? Wenn man Coupon sagt, kann man auch Coupons sagen, oder? So, was habt ihr noch geschrieben? Ich lade das Spiel mir jetzt auch runter. Es sieht so extrem süß aus. Es gibt eine Vollversion und eine Gratisversion. Das, was ich jetzt spiele, ist die Vollversion, weil es halt eben der Story-Modus gibt es nur für 50 Euro sozusagen. Durch Toffees Stream finde ich auch ein Furry, das ist so mega cool. Ist doch cool, wenn sich Leute hier treffen. Finde ich mega geil. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sich hier verschiedene Leute von... Ich weiß nicht, ist es ein Clan oder... dass ihr euch halt einfach da treffen könnt. Finde ich extrem geil. So, ich versuche jetzt trotzdem nochmal mit Claire. Einfach nur, weil ich verpeilt habe, dass ich jetzt gerade den Charakter hätte wechseln können. Ja, okay. Jetzt funktioniert mit dem Driften tatsächlich ein bisschen besser. So. Hä? Okay. Jetzt hat es schon wieder nicht geklappt mit dem Driften. Wieso klappt das manchmal nicht? Ah. So. Aktuell Dritter. Das ist aber, ich glaube, ich muss Erster werden. Oh, ups. Ich hab ein Dings hier, wie heißt es? Schutzschild. Mich kann keiner treffen. Hä? Jetzt bin ich eingeeist. Von wegen Schutzschild. Siehst du? Hat ja viel genützt. Okay. Das ist unglaublich. Manchmal driftet sie einfach nicht. Scheiß Kuh. Okay, da habe ich jetzt zerfeilt. Alter, was? Wie viel kommen denn da von oben? Okay, alles klar. Komm. Juhu, ah, nee, wir haben noch eine Runde. Okay, ich dachte jetzt gerade. Phew, Schein gehabt. Yeah. Komm. Okay, you, no, 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 no. Komm, schnell. Erster, gerade aktuell. Oh Gott, schnell. Zweiter. Oh Gott, nein. Schnell. Alter, ja, komm. Oh, ich schaff das. Wolle Petri, bring mir Glück, Wolle. Nein, wieso driftet sie schon wieder nicht? Nein. Oh Gott, oh, schnell, nein, was? Oh. Wow, das ist eine Klappe. Wow, das ist eine knappe Geschichte. Oh. Prost. Wieso? Ich bin an diesem schönen Ding, wo ich da so nach vorne, also wo ich einen Stunt machen konnte, bin ich gerade so dran vorbei. Oh, das war echt... Puh. Dass manche Kurven sehr unvorhersehbar auftauchen. Du musst halt die Strecke kennen. Wir spielen hier jetzt das erste Mal. Also ich spiele hier jede Strecke oder fast jede Strecke. Manchmal wiederholen sie sich, aber eigentlich eher in den seltensten Fällen. Aber fast jede Strecke spielen wir ja nur ein einziges Mal und dann das erste Mal. Deswegen kannst du sie ja gar nicht kennen. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Und wir spielen ja auch auf dem schwierigeren von den beiden Schwierigkeitsgraden und, ne?